Der Weg von Nattersquell führt euch nach Vieroak. Mit der Hoffnung, den Wesen aus der Finstermark aus dem Weg zu gehen, reist ihr gen Süden über den kleinen Fluss. Das alte Dapazien habt ihr nicht noch einmal betreten und doch dreut Unheilvolles von dort. Isarun hat die ersten Anzeichen für ein uraltes Wesen gefunden. Die Matrix der Hand von Argunde Oxweide aus dem Haus Rabenmund lässt dich an die Geschichte denken, die dir vor ein paar Tagen Bruder Stygoma erzählt hat. Einst waren es drei Raben im Nest. Die hochaufragende Gestalt aus euren Albträumen war nach deiner Analyse kein normaler Spuk, sondern könnte der höchste Diener von Targunitot selbst darstellen. Ein Auftrag für euch. Rassasor aufhalten, den Sternwall und Utas Pforte zu zertrümmern. Der Krieg führt euch aber zunächst nach Aranien, Zorgan. Eure Gruppe ist größer geworden. Die Rabenmund schließen sich der Flucht an und reisen ebenso gen Süden. Nachdem ihr am Morgen des 9. Ingrim aufgebrochen seid, erreicht ihr am Abend das kleine Dorf. Hier gibt es immerhin wieder Leben, Menschen. So steht ihr vor einer kleinen Palisade ohne Türmchen und die Stadttore werden gerade für euch geöffnet, nachdem ihr skeptisch begutachtet worden seid. Herzlich willkommen in Vieroak. Ja, also wenn ihr die Taverne sucht oder auch die Schmiede oder sowas, die werdet ihr dann sicherlich in der Dorfmitte finden. Das sind eigentlich zwei Pfade, die sich dann hier kreuzen und ihr seid jetzt gerade im Norden hier angekommen und wenn ihr dann einfach die Straße hier aus in Richtung Süden geht oder reitet mit eurem Gespann, dann findet ihr da die Taverne und ja, herzlich willkommen. Natürlich, noch irgendwelche Fragen? Ich denke, wir werden den Weg von hier aus finden. Gut. Wir haben jetzt viele Flüchtlinge, die hier unterwegs vorbeigekommen sind, seit Tagen schon und dementsprechend haben wir, glaube ich, nicht mehr so sehr viel Nahrungsmittel und auch Stahl, aber wie gesagt, so hohe Herrschaften wie euch, da wird man sicherlich noch etwas im Gasthaus bereiten können. Vielen Dank. Er verbeugt sich höflich vor dir. Nun, Jalan, schreitet voran. Man kommt hier runter. Ach, da hinten sieht man es ja schon. Ja, tatsächlich oder? Auch ein Symbol der Travia oben auf dem Gasthof dann aufgedruckt. Das ist kein richtiger Tempel, auch kein Schrein oder sowas, sondern einfach nur der Hinweis, dass man hier dann eben gastwirtschaftlich behandelt wird. Was für ein rustikaler Ort. Seltsam, nicht wahr? Keine 30 Meilen weiter herrscht die Zerstörung und hier sieht es fast schon... Ihr meint doch nicht diese Bewohner paktieren? Um Himmels Willen, aber mir. Wachsamkeit ist eine Sache, aber Paranoia müsst ihr euch nicht geben. Lasst das meine Sorge sein. Wir sollten auf jeden Fall die Augen offen behalten. Das wohl. Nun, treten wir ein. Ja, sowas wie einen Stall werdet ihr hier nicht finden, sondern einfach nur so ein großer Balken, wo man dann die Pferde dann anleihen kann. Daneben könnt ihr dann aber auch noch sehen, liegt ein großer, ziemlich gemütlicher Hund mit seinen Lefzen, schläft und döst da so ein bisschen, ist immerhin schon Abend. Die Sonne geht gerade unter, der Hund riecht ein bisschen muffig, feuchtes Fell, was wohl noch von dem vorherigen Regen dann kommt, aber aktuell ist es zum Glück trocken. Und wenn ihr dann da eure Pferde anbindet, na gut, Jalan hat jetzt das Problem, dass er für seinen Streitwagen keinen Stall oder sowas hat. Müsste er einfach dann daneben stehen lassen. Ja, es wird sicherlich irgendeinen Hinterhof geben oder einen Erker, an dem man das abstellen kann. Nein. Dann binde ich ihn halt an. Wer klaut einen Streitwagen? Vor allem ohne Pferde. Gut. Ja. Ihr könnt dann die Tür öffnen, gibt so einen kleinen Windfang hier, der das Ganze dann irgendwie draushalten soll und wenn ihr dann durch die zweite Tür geht, nach und nach könnt ihr dann auch sehen, wie gerade eine Magd irgendwie auf einer kleinen Kerze, gerade auf so einer kleinen Leiter steht und ein paar Kerzen erneuert, also ein riesiger großer eiserner Kronleuchter, der in der Mitte der Gaststube hängt, es knarrt so ein bisschen unter euch, also die Dielen sind wohl auch sehr ausgetreten und müssten dann mal wieder erneuert werden. Es riecht nach herbem Malz, also viel Bier, was in der Vergangenheit und auch vor kurzem verschüttet worden ist. Und ansonsten seid ihr die Einzigen, die aktuell hier sind. Travia zum Gruße, meine Beste. Travia zum Gruß, ich komme gleich zu euch, Moment.
Lasst euch Zeit, lasst euch Zeit. Wir gehen heute nirgendwo mehr. Nur keine Eile. Ach, Fingo kommt schon rein. Och, Abelmir, ich wollte mir noch ein bisschen den Bären angucken. Ich bin mir sicher, der Bär wird auch morgen noch dort sein. Wer klaut schon so ein Viech? Ich denke, der Bär wäre eher sicher, wenn er im Inneren des Gasthauses sich befinden würde. Hoffe, ihr werdet keinen lebenden Virusbären in das Gasthaus schleifen. Also ihr könnt gerne dabei sein, wie Rafim jetzt einen lebenden Virusbären in das Gasthaus schleift. Und zwar, wisst ihr was? Ich trage ihn herein. Oh, Travia, hilf. Nein, bitte nicht. Ich habe so schon genug Albträume. Ob das die Virusgeweihte gut heißt? Ich gehe mal raus und frage die Virusgeweihte. Ja, die unterhält sich da wohl gerade mit den beiden Rabenmuntern und wird dann zu dir gucken, wenn du den Bären gerade auf deiner Schulter trägst. Junia, hast du was dagegen, wenn der Bär mit nach drinnen kommt? So wie es aussieht, scheint das Schicksal euch wohl zu erwählen haben. Ich werde demnächst euch hier verlassen und in Richtung Süden aufbrechen. Die Reise mag für Aviander sicherlich von größerem Interesse sein und die Reise als Ziel haben, aber wenn ich die beiden Rabenmunter in Richtung Süden begleiten kann, dann werde ich dies vorziehen. Da euch der Bär wohl sehr zu mögen scheint, werde ich ihn an eure Obhut lassen. Oh, das ist sehr freundlich. Trotzdem möchte ich euch darauf hinweisen, dass dies ein Wildtier ist und auch bleiben soll. Das wird er. Ihr solltet ihn also nicht anleihen und ihr solltet ihn nicht dressieren oder ihm Kunststückchen zeigen. Kein Interesse an sowas. Das macht ihn ja uninteressant. Dieser Bär hat 4 Beine und kann alleine laufen. Auch das gehört dazu. Grafim setzt ihn auf den Boden. Was wollt ihr denn mit den Raben uns im Süden? Nun, wie ihr gesehen habt und wie ihr auch den restlichen Tag über mitbekommen habt, Agunde Ochsweide von Rabenmund hat ihre Hand verloren, ihren Arm, und wird gemeinsam mit ihrem Mann Vexarius weiter fliehen. Wir geben einige Berichte ab in Richtung Süden, Eslams Grund und auch Punin. Und wie es von dort aus weitergeht, werden wir sehen. Aber die Begegnung mit den Albtraumkreaturen in der Finstermark, obwohl wir noch nicht einmal über die Grenze hinübergekommen sind, über die Dergel, ist schockierend und sollte berichtet werden. Ich mache mir auch Sorgen, vielleicht liegt es aber auch an dem Ort. Vielleicht ist dort irgendwas, etwas Unheiliges, dass sie sich dort so materialisieren können. Auch dies werde ich noch einmal prüfen und zurückkehre nach Nattersquell. Passt auf, wenn euch das Gewitter überrascht. Ja, ich würde ja sagen, wir wären in der Gruppe stärker, aber ich hätte nicht das Gefühl, Einfluss zu haben, was auch immer da passiert ist. Passt auf jeden Fall auf euch auf. Wir werden die Finstermark auf alle Fälle erforschen und wir werden sicherlich noch ein paar Worte dann in Punin mit der Regierung sprechen. Aber wie gesagt, behandelt den Bären wie einen Bären und nicht wie ein Hund oder eine Katze. Ehrlich. Ja, dann gebe ich nochmal den beiden die Hand, den beiden Rabenmunds. Ich wünsche euch alles Gute. Das mit eurem Arm tut mir leid, aber ich befürchte, es war die einzige Möglichkeit, euer Leben zu retten. Ich habe mich, wie gesagt, schon fast darauf eingestellt, aber die Situation, in der ich oder auch wie ich den Arm verloren habe, ist... Vielleicht bekomme ich so etwas wie eine Prothese. Ich habe gehört, dass es unten im Horasreich einige gute Magier gibt und wenn meine Geldbörse dafür ausreicht, dann kann ich vielleicht sogar wieder zugreifen. Beeindruckend. Da muss ich ehrlich zugeben, da müsstet ihr Abel mir zu befragen, was die Horasier heutzutage so bauen. Verrückte Sachen. Ich habe von einer Artefaktwerkstatt in Belhanka gehört, bei Myra Tartufo oder so etwas. Vielleicht kann die mir so etwas anfertigen. Ja, seid aber vorsichtig bei den Horasiern. Die sind ein gieriger Haufen. Lasst euch da nicht was bis aufs letzte Hemd ausziehen. Wir werden sehen. Vorurteile gegen die Horasier pflegen wir nicht, aber... Danke für eure Gastfreundschaft, als wir dir Hilfe brauchten, dass ihr mit uns euer Mahl geteilt habt. Immer wieder gerne. Passt auf euch auf. Dann würde ich mich und den Bären nach drinnen verfrachten und Jalan breit anlächeln. Seht ihr? Ihr kommt mit. Nun, ich denke, solange er noch die Größe eines Hundes hat, wird wohl niemand euch mehr Aufmerksamkeit schenken als unbedingt nötig. Richtig.
Nun, ich bin jedenfalls froh, dass wir hier eine Gaststätte haben. Die Firunsgeweihte möchte uns übrigens verlassen. Nur, dass ihr das auch wisst. Ich liebe sehr Dank. Warum? Sie bricht mit den Rabenmunds in Richtung Süden auf, möchte wohl der aktuellen Regierung dort Berichte übergeben, dass die Finstermark aus ihren Grenzen bricht. Nur die beiden können sicherlich etwas Geleit vertragen. Und ich denke auch, dass wohl eine reichlich angenehme Reise über die Reichs- und Landstraßen bis nach Perikum nicht unbedingt dem entspricht, was eine Firunsgeweihte als ihr Naturell bezeichnen würde. Ich glaube, dass sie nur Berichte abgeben will und sich dann wieder nach Norden aufmacht, um die Finstermark zu erkunden. Ich glaube, sie will nur die Raben uns bis dort begleiten und dann direkt wieder aufbrechen. Ich konnte sie leider nicht davon abhalten. Wir sollten es positiv sehen. Wenn wir in Aranien scheitern, kann sich Hafax immerhin mit der komischen Finstermark rumschlagen. Das ist überraschend pragmatisch von euch. Ja, mittlerweile ist die Magd dann auch von ihrer Leiter runtergestiegen, hat dann die Kerzen allesamt erneuert und nimmt dann auch so nach und nach die Bestellung auf, wenn ihr euch dann zu den anderen heransetzt. Ihr könnt auch sehen, wie Aviander wohl gerade mit Egner an einem Tisch sitzt und gerade von der Freistadt Wandlet erzählt, die als nächstes auf dem Weg liegt. Denn da herrscht ein Graf, ein zwergischer Graf, und zwar Ingram, Sohn des Ilkor. Der ist nicht der Baron, aber der Graf von Schlund. Und da hört Egner gerade ganz besonders zu. Ein zwergischer Graf, das sieht man auch nicht alle Tage. Gab, schätze ich, noch einen Nangbar, nicht wahr? Ich vermute, es wird damit zu sagen, ist dort nicht ein großes Ingram-Heiligtum? Und ich glaube, der Schlund ist so ein... Ein heiliger Vulkan. In der Tat. Richtig. Da hatte Albrax doch drüber nachgedacht, ob man nicht, ihr wisst schon, was dort vernichten könnte. Das klingt nach einem guten Vorschlag. Es ist auf jeden Fall ein erhebender Anblick dort. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, es gibt doch auch noch einen zwergischen Gräfin, glaube ich, im Eisenwald. Aber waren wir nicht auch schon... Nee, das war nicht die Gräfin. Die Torwallerin war die Gräfin, aber da war doch auch so eine Zwergin. Die Baronin. Die Baronin. Zwei Mühlen, glaube ich. Richtig. War es nicht dort? Und die Torwallerin war die Gräfin von Zwei Mühlen Zwerg. Entsprechend müsste... Ja, ich komme auf ihren Namen nicht mehr. Die Zwergin jedenfalls. Angroschminia müsste die Baronin von Zwei Mühlen gewesen sein. Das ist auch seltsam, findet ihr nicht, dass eine Stadt von einem Baron beherrscht wird? Ich finde es viel seltsamer, dass eine Stadt von einem Torwaller beherrscht wird. Und glaubt mir, darüber haben wir uns nun hoffentlich hinreichend genug aufgeregt. Eine Zwergin, die sieht man doch so selten. Doch immer alle zu Hause. Ich glaube, das denkt man immer nur, weil die Zwerginnen auch Bärte haben. Und deswegen können wir das ist ja, also ich meine, das sind ja jetzt... Vorurteile, nichts als Vorurteile. Die holden Zwerginnen sind ganz liebreizende Wesen. Wir haben also keine Bärte? Das habe ich nicht gesagt. Ich wollte gerade sagen, Dings hat doch immer gesagt, die hätten Bärte. Habt ihr schon eine gesehen? Nein. Das sind Vorurteile. Ich verlasse mich nur auf das, was ihr mir sagt. Hatte Angroschminia denn Bart? Ich erinnere mich gar nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, die war rasiert, um menschlicher auszusehen. Gut möglich. Hört auf, über Zwerge nachzudenken, die gehören uns. Richtig. Glaubt mir, wir wollen sie euch auch nicht abnehmen. Das ist richtig. Das will ich euch auch geraten haben. Also überall, wo viele Zwerge wohnen, da trifft man dann auch auf zwergische Anführer. Und da das Mittelreich dann schlau ist, zumindest hatte Albrax das gesagt, gibt es einige Barone und auch Ritterzwerge und Grafen. Ritterzwerge? Was reiten sie auf richtigen Pferden? Oh, apropos Pferde auf, Zwerge auf Pferden. Ich habe sogar gehört, dass es in Zorgan eine ganze Reiterstaffel von Elefantenzwergen gibt. Nein! Was? Die reiten auf Elefanten. Was ist ein Elefant? Das ist eine Art Kamel? Ich habe mal Kamele gesehen. Wie beschreibt man einen Elefant? Das sind große, starke Wesen,
stellt sie euch vor wie ein Hund mit einer gepanzerten grauen Haut, allerdings so groß wie ungefähr so hoch bis zum Kronleuchter. Und sie haben einen großen Schnabel, den sie verformen können und mit dem sie sich Gegenstände greifen, wie mit einem Arm. Faszinierend. Es klingt mir wie gemacht für Zwerge. Jetzt immer wieder zur Decke hinaufschauen, dann steht gerade das Bild vom Reitschruf. Also ja, sie sind sehr interessant, um in Infanterie hereinzupreschen. Der Anblick ist was ganz Besonderes. Ich muss gestehen, ein so riesiges Tier, das auch noch gepanzert ist und einen Schnabel hat und sich reiten lässt. Richtig, also die normale Haut ist gepanzert, sodass man da mit keinem Schwert durchkommt und dann werden sie zusätzlich noch einmal gepanzert. Und da reiten dann Zwerge drauf. Was auch denn Zwerge? Wer sonst wäre dafür geeignet? Nun ja, ich denke, solch große Tiere könnten von jedem geritten werden. Wir haben doch eine sehr stolze Reitertradition. Wenn sie auch nicht unbedingt sich der Ritterlichkeit verschreiben möchten. Vielleicht mögen diese Elefanten nur Zwerge. Wer kann es ihnen verdenken? Wirklich schwierig. Wir auch Reitelefanten. Wie schnell sind die denn? Was fressen denn diese Elefanten? Wenn sie einen Schnabel haben, dann wahrscheinlich Körner und so etwas. Aber es müssen dann viele, viele Körner sein. Der so einen ganzen Sack reinkippen. Und deswegen kann so etwas auch nur in Aranien existieren, wo es Korn in rauen Mengen gibt. Also ich glaube, ich bin jetzt keine Hesinde-Geweihte, die sich gut mit Pflanzen auskennt, aber die Körner, die sie da bekommen, sind eben besonders groß. Sie sehen aus wie Erdnüsse. Großkörner? Ja, Körner, die so groß sind wie Erdnüsse. Interessant. Vielleicht sind die Tiere deswegen auch so groß. Vielleicht liegt das einfach nur an den Körnern. Einfach größere Körner geben und dann wachsen sie so groß? Warum nicht? Das wäre ja, ich bezweifle, dass das so funktioniert. Wenn großes Korn große Tiere machen würden, würden wir einen Streitrösser keinen Schrot verfüttern. Ja, aber gut, aber wenn ich meinen Hund gut füttere, wird der auch größer. So, sicher, guten Abend, kann ich euch noch was bringen? Bier? Wein. Wein haben wir leider nicht, tut mir leid. Die Versorgungswege sind eingebrochen. Dann Wasser. Wasser. Ein Bier klingt gut. Ich nehme auch das Bier. Haben Sie noch ein Schnäpschen dazu, damit es nicht so nach Wasser schmeckt? Tut mir leid, wir haben nur Bier. Das ist ja dünne. Das kommt aus Grambusch, das ist hier ganz in der Nähe und das ist jetzt nicht von besonders guter Qualität, aber es ist Bier, also davon wird man nicht krank. Von Wasser, was soll das denn heißen? Vom Wasser wird man hier krank? Nein, ich weiß das nicht, wollte ich nicht andeuten. Ich weiß nicht, welche seltsame Art von horasischer Vorstellung ihr wieder habt, Abelmir, aber ja, von Wasser wird man krank. Nicht, wenn man es abkocht. Könnte ich etwas abgekochtes, heißes Wasser haben? Ich nehme doch ein Bier. Ja, abgekochtes, heißes Wasser. Ich kann euch auch einen Tee machen, wenn ihr wollt. Ja, habt ihr Pfahlblütentee? Hey, was? Ja, dann einfach nur heißes Wasser. Ja, das bekomme ich hin. Und ein Bier. Ja. Sie macht sich eine große Liste. Die Zwerge bestellen auch ein paar Humpen Bier, also mehrere zumindest Gegner. Was ist denn jetzt Pfahlblüten, Isarun? Was ist das denn schon wieder? Ja, der Tee, den wir die ganze Zeit über getrunken haben. Roter Pfeilblütentee. Ach, und der macht euch high? Was ist das denn? Pfeilblüten, nicht Heilblütentee. Nun, er ist doch nicht sehr heilsam, das muss man sagen. Richtig. Er ist der heilsam. Heilt. Ah, okay. Okay, ich dachte, der wäre für andere Zwecke. Okay, dann will ich doch keinen. Aber wie kommt ihr denn auf so ein Wasserlebewesen? Ja. Und ich denke, wir haben ganz verschiedene Etablissements in unserem Leben schon benutzt. Da kommt man auf ganz andere, wie heißt das Wort? Familien? Abelmir, wie heißt das Wort, nachdem ich suche? Irgendwie sowas. Assoziation meint ihr vielleicht? Ah, Abelmir. Ihr seid mein laufendes Wörterdings. Klexika. Ihr seid mein Wörterdings. Genau. Immer steht zu Diensten. Hätte man mir in meiner knappen Zeit gesagt, dass ich mich mit solch allen Ideen herumschlagen müsste, ich wäre was anderes geworden. Was denn? Wir würden euch vermissen. Ich weiß nicht, vielleicht Travia-Priester oder so. Dafür habt ihr kein Talent. Dafür habt ihr nicht die Geduld.
Die gütige Mutter Travia nimmt jeden zu sich. Muss sie also eher Isarun als Travia-Geweihte annehmen, als euch. Was soll denn das heißen? Das wüsste ich jetzt auch gern. Versteht doch, Jarlan taugt nun überhaupt nicht, also nicht mindestens als Travia-Geweihte. Könnt ihr Ihnen vorstellen, wie er draußen auf dem Feld steht? Also vielleicht als Zargeweihter, weil kämpfen kann er eh nicht. Also, er hat eine gute Ausrede. Aber mir seid ihr verwirrt, draußen auf dem Feld ein Travia-Geweihter? Naja, oder Perreine ist doch so ähnlich. Oder könnt ihr euch Jarlan vor einem Topf vorstellen, rührend in einer großen Suppenschüssel? Ja, das hat er mit Sicherheit schon gemacht. Bestimmt. Könnt ihr kochen, Jarlan? Warum verheimlicht ihr sowas vor uns? Ihr könnt kochen? Was ist das denn jetzt für eine... Die Magd kommt gerade wieder herein, schwingt so ein bisschen ihre Hüften ganz elegant und kommt dann mit den Bieren auf einem großen Tablett wieder zu euch, stellt dann die ersten großen Biere vor euch ab. Der Schaum ist wohl schon wieder gerade am Verebben, also so schön ist das Bier tatsächlich nicht, es riecht halt sehr malzig. Das Wasser kommt gleich. Und ansonsten wäre dir noch etwas... wollt ihr hier auch schlafen? Wir haben allerdings keine Einzelzimmer für euch, Herr Magister oder Frau Magisterin, und da müsstet ihr euch dann eine der großen Schlafsäle nehmen. Aber aktuell sind wir alleine, also ihr könntet dann die Zimmer alleine bekommen. Das wird schon gehen, meine Gute. Okay, ja, solange es trocken ist, ist doch alles gut. Wir erwarten wenig und bekommen wenig. Der gibt, was er kann, der gefällt der Mutter Travia. Wenn wir nicht mehr geben kann, der kann auch nicht mehr geben. Ja, verzeiht, wie gesagt, wir haben hier sonst wenig Besuch. Das Leben hier in Fjork ist einfach. Also in Gareth kann man natürlich sonst auch nächtigen, aber wenn ihr gerade auf der Reise seid. Wir hatten hier letzter Tage viele Gäste, die dann aber auch sehr schnell weitergezogen sind. Sie wollten alle weg. Ach, ich finde euer Gasthaus ganz schön. Da braucht ihr euch gar nicht unter den Scheffel stellen. Ist doch schön geräumig. Tische, Stühle, Bier, alles, was man braucht. Sagt einmal, Guteste, was machen wir mit den Pferden dort draußen? Sind sie angebunden? Sie unterstellen irgendwo? Ja, natürlich sind sie angebunden. Ja, was wollt ihr denn sonst noch mit denen machen? Unterstellen? Aber mir, es gibt ein Vordach, was wollt ihr denn noch? Aber mir, das sind Pferde, die werden ein bisschen Regen schon überleben. Nun gut. Habt ihr schon mal etwas von dem Konzept der Pferdekoppel gehört? Ich habe Pferde gesehen auf einer Wiese. Ihr wisst, dass eine solche Koppel dann auch kein Dach hat, ja? Naja, gut. Und ganz zu vergessen, die Wildpferde, die gibt's ja auch noch. Gewiss. Ja, aber die könnten ja vielleicht in Höhlen leben, das weiß ja keiner. Höhlenpferde? Ich bin mir sicher, dass Pferde und Zwerge zwei verschiedene Arten sind. Wenn man Pferde zu lange in einer Höhle lässt, dann werden sie automatisch zu Ponys. Ja, das ist so. Das ist ja faszinierend. Wie steht das mit Haustieren in eurem Etablissement? Habt ihr einen Hund oder sowas? Ich habe einen Bären. Ist das ein Bär? Das wäre eine Katze. Hallo? Eine hässliche Katze, ja, richtig. Sehen Sie sich doch mal meinen wunderschönen Bären an. Keine Sorge, ich passe auf den auf. Ja, also meinetwegen, wenn das euch nicht stört, dann kann der auch oben. Der gehört ja aktuell dann euch alleine. Ich glaube nicht, dass wir noch Gäste erwarten. Zumindest hat unser Hund da draußen ja nicht angeschlagen. Wenn ihr den mit reinnehmen wollt und das Fell da nicht stinkt. Nee, der ist sauber, der Bär. Der ist sauberer als Abel mir. Und der richtig halb so schlimm wie Rafim. Da hast du mich unrecht. Ja, ich komme gleich nochmal mit dem Teewasser. Also, was war das mit den Höhlenpferden? Ja. Und halten Orks ihre Pferde dann auch in Höhlen? Weil das sind ja auch eher Ponys. Bestimmt so Erdhöhlen oder so etwas Primitives. Graben die ja. Ich glaube, da leben die generell. Also die Orks, nicht die Pferde. Höhlen? Wirklich? Bin mir nicht sicher. Häuser haben sie nicht, so viel man mir erzählt. Ich dachte, die würden einfach auf dem Boden schlafen. Schläft denn auf dem Boden? Naja, Orks? Eigentlich... Orks? So wie Goblins wahrscheinlich. Richtig, vielleicht noch in so einer einsamen Höhle. Kappeln sie alle mit einem... Ich weiß nicht, was Orks so machen.
Ich hab noch nie drüber nachgedacht. Nun, größtenteils in Weiden einmarschieren. Ja, vielleicht sind da draußen ja noch viel mehr Orks und es kommen immer nur die ganz verrückten Orks und marschieren in Weiden ein und die anderen machen irgendwas mit Kunst. Das glaubt ihr ja wohl selber nicht. Und von Pilgern im Greifengras hört man, dass die Orks im Orkland wohl, sagen wir, genauso barbarisch sind wie ihre einwandernden Kollegen? Ja. Okay. Aber halt sagt man, sie hätten keine richtigen Städte. Woran mal die leben, habe ich allerdings nie gefragt. Da waren wahrscheinlich in Dörfern. Vielleicht sie hätten auch keine Dörfer, das war doch die Aussage bei mir. Naja, vielleicht nennen sie es nicht Dörfer, sie nennen es vielleicht Hütten? Aber darf ich nochmal fragen, wir reiten jetzt nach Perikum, ist das richtig? Na tat. Okay. Werden wir hoffen, entweder mit einem von Sanins Leuten Kontakt herzustellen, der uns sagt, dass er außerhalb der Stadt liegt. Und ansonsten müssen wir uns um ein Schiff bekümmern. Ich bin immer noch gegen das Schiff. Ich weiß, dass ihr das seid, aber ich fürchte, es ist eine... Von was wollen wir das Schiff denn bezahlen? Wir werden das beschlagnahmen, wenn es sein muss. Ihr wisst schon, dass wir in Perikum gesucht werden. Wir können kein Schiff beschlagnahmen. Selbstverständlich können wir. Das wird aber eine sehr kurze Beschlagnahmung, ist euch schon klar. Wie genau, also ist das mit diesem Beschlagnahmen jetzt wieder, dass wir tun, so als wenn wir Reichsgrafen oder sowas und Clowns dann, oder wie machen wir das jetzt? Wir werden nichts stehlen, wir werden es im Sinne der Götter und des Reiches uns aneignen und zu unserem Zweck verwenden und dann wieder zurückgeben. Natürlich wird der Besitzer entsprechend entschädigt von der Krone, wenn sie dazu kommt. Ich weiß nicht, wie es in Perikum aussieht, ich weiß bloß, im Horasreich gibt es vor Häfen Sperrketten.